Beatrice Egli ist als Schlagersängerin mega erfolgreich. Doch jetzt scheint sie sich noch ein zweites Standbein aufbauen zu wollen. Auf Instagram macht die Schweizerin aktuell eine große Ankündigung. Sie veröffentlicht ihr erstes Buch. Ich bin so aufgeregt, denn endlich darf ich euch verraten, woran ich seit langer Zeit im Stillen arbeite. An meinem ersten Buch. Ja, ihr lest richtig, schreibt Beatrice. Ganz egal, wie ich lernte, dem Leben zu vertrauen, lautet der Titel des Buches, an dem die Sängerin gemeinsam mit Autorin Wilma Fasula gearbeitet hat. Diesmal hat es nichts mit Musik zu tun, aber es wird mindestens genauso persönlich, verrät sie weiter. Fans von Beatrice Egli dürfen sich also auf tiefe und persönliche Einblicke in das Leben der Sängerin freuen. Auf Instagram erklärt sie: Was mein Leben bisher für Geschichten geschrieben hat, erzähle ich euch ganz privat, mit all meinen Emotionen und Gedanken. Es geht um meinen Kindheitstraum, Sängerin zu werden, den Weg, diesen Traum zu verwirklichen und natürlich meine Matterhornbesteigung. Doch das ist noch nicht alles, denn wie es scheint, will Beatrice in ihrem Buch auch ein großes Geheimnis lüften. Und dann gibt es da noch diese eine Seite von mir, über die ich bisher nie gesprochen habe, verrät sie. Damit baut die Sängerin natürlich ordentlich Spannung auf. Von welcher geheimen Seite Beatrice spricht, erfahren wir allerdings erst am 5. November, denn dann wird das Buch erscheinen. Die Vorfreude bei den Fans von Beatrice Egli ist ziemlich groß, wie sich in den Kommentaren lesen lässt. Ich freue mich so sehr darauf, schreiben die Follower der Blondine. In ihrem Buch wird Beatrice sicherlich viel zu erzählen haben. Schon allein ihre erfolgreiche Schlagerkarriere gibt so einiges her. Angefangen bei einem ihrer ersten Auftritte 2007 in einer Show von Florian Silbereisen. Dann kam natürlich ihr Sieg bei DSDS 2013 als erste Schlagersängerin. Seitdem war die Karriere von Beatrice nicht mehr aufzuhalten. Ihre Alben Glücksgefühle, Bis hierher und viel weiter oder auch Wohlfühlgarantie schafften es alle bis ganz nach oben in die Charts. Auch von ihrer zweimonatigen Auszeit, die sich Beatrice im Jahr 2019 in Australien nahm, wird sie im Buch sicher berichten. Ob wir in der Biografie auch etwas privatere Einblicke bekommen? Denn vor allem ihr Liebesleben hält die Sängerin aus der Öffentlichkeit raus. Wir sind schon gespannt, was wir noch alles über Beatrice Egli erfahren werden.